Ja, hallo liebe Freunde, willkommen zurück. Battleborn Open Beta Runde 2. Wir haben im letzten Video mit dem Bogenshooter-Typen oder Frau gezockt und waren übelst scheiße. Deshalb zocken wir jetzt erstes Mal Schmelze, nicht mehr Überfall, sondern Schmelze. Und wir nehmen einen anderen Helden, denn mit dem kann ich überhaupt nichts anfangen. Ne, ich kann wahrscheinlich mit den anderen auch nicht viel mehr anfangen, aber mal gucken, ne? So, das Team suchen dauert jetzt ein bisschen, deshalb mache ich hier einen Cut und wir sehen uns gleich wieder. Bis dann. Ja, willkommen zurück, liebe Leute. Wir haben Leute gefunden, um zu zocken. Wir zocken diesmal Schmelze auf der Map Paradies. Und mal gucken, was hier so anders ist an dem Modus. Ich nehme diesmal... Ach du Penner! Natürlich können nicht zwei Leute denselben nehmen. Ich wollte den Soldaten nehmen, weil das halt so ein typischer Soldat ist. Aber den kann ich natürlich jetzt nicht nehmen, ne? Ach, dieser Arsch, Mann. Dann nehme ich halt den Samurai-Typ mir. Nico. Ich glaube nämlich, der Soldat ist für Anfänger gar nicht so übel. Aber ich hoffe jetzt einfach mal, dass ich mit dem Miko hier... Was hat der so kleine Wurfmesser? Dass ich mit dem auch ein bisschen was anfangen kann. Und wieder mal müssen wir warten, weil unser Kollege sich nicht entscheiden kann. Ne? Was mir übrigens vorhin noch aufgefallen ist, mein letztes Video habe ich in 27p aufgenommen, also wundert euch nicht, warum ihr keinen 1080p auswählen könnt. Nur so als Information. Was das Spiel angeht, ich bin gespannt, wie ich die neuen Helden freischalten kann. Ob ich die mit Punkten, die ich am Ende vom Spiel bekomme, irgendwie kaufen kann oder ob die per Zufall freigeschaltet werden. Mit gewissem Level. Ne? Ich habe ein Level, ich bin jetzt Level 2. Aber das werden wir nach dem Match kurz angucken. Werde ich auch kurz im Video zeigen. Mal gucken, ob ich da was rausfinde. So, geht los, Leute. Wir sind links, die sind rechts. Auf geht's. Schmelze. Sammeln Sie Punkte, indem Sie Ihre Scherben zu den Brennkammern führen und die feindlichen Scherben davon abhalten. Ah, der hat so kleine Wurfmesser. Der erinnert ein bisschen an den einen Typen von Overwatch. Für seine ne? Das mit L1 hat er 500 Punkte erreicht. Heilen, nicht schlecht. R1, eine Stinkbombe. Auch nicht schlecht. Und wir skillen erstmal. Die Party steigt in 3, 2, 1. Bewegungstempo während dem Heilen oder die Giftwolke verlangsamt. Das ist doch geil. Verbündete werden eingesetzt. So. Ich gehe mal hier mit dem Kollegen mit. Keiner da oben. Ne, läuft schon ein bisschen besser. Oh, du Arschgesicht. Heilen. Heilmodus ist an. Kann dir mal einer wegmachen, bitte? Giftbombe. Sie werden verlangsamt. Ich lauf weg. Geh zu den Verlust. Ne, da können die einfach durchlaufen und kein Schwanz macht etwas, ne? Die holen mich einfach weg. Das gibt's doch gar nicht. Im Innern eine Flamme,
deine Wut. Hier wird was angegriffen. Ich eile dir zu Hilfe, mein Freund. So, hier ist schon einer. Den ficken wir jetzt weg. Wo ist er hin? Wo ist er hin? Hier ist er. Guckt euch das mal an, Mann. Ist er einfach weg? Er ist unsichtbar. Ich sehe dich. Ich sehe dich doch, du Penner. Meine Augen sind wie die eines Adlers. Jawoll! Leute, erster Kill! Was ist los hier? Ich habe keine Chance, Mann! Kommt der Penner mit seinen zwei Säbeln und schnitzt mich weg. So. Sehr gut. Auf, wenn ich mich heile, halt auch Kumpels in der Nähe. Oder... Ach so. Nee. Oder ich werde selbst geheilt, wenn ein Verbündeter mit Hilfe eines Heilstrahls geheilt wird. Irgendwie sowas. So, ich gehe mal kurz hier ein bisschen... diese... Wie sagt man? Diese Splitter sammeln. Hier ist auf der Map was Großes. Was ist das? Boah, fette Kohle gibt das. Und mit der Kohle machen wir nämlich jetzt ein Upgrade eines Turmes, würde ich sagen. Wir gehen dahin, wo Action ist. Oder wir bauen einfach hier etwas. Ein Heildingens. So, hier geht's weiter. Es wird laufen. Hier mal ein bisschen die Lane pushen. Immer mit einem Blick auf die Map oben rechts, weil da sieht man nämlich die Gegner. Boom! Habe ich ihn erblickt, den Penner. Da kommt er wieder. Ah, oh, der Arsch. Ich gehe in Deckung. Er verfolgt mich. Junge, ich heile dich, kein Problem. Komm her. Kommt da nicht her. Kann man hier hoch? Man kann nicht klettern. Schade. Hier ein bisschen Splitter sammeln. Kann ich ihn upgraden? Leider nein. What? Wo ist der denn jetzt hingeflogen? Von hinten dieser Arsch, ne? Von hinten. Einfach wegrennen und heilen. Etwas Neues. Und dann umdrehen und den Kumpels helfen. Oh, da kommt ein Fetter um die Ecke. Kriegst direkt meine Bombe. Oh, 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 oh. Wieso ist der Heildingens nicht mehr da? Wurde der gekillt oder was? Wir leben. Wir überleben. Ja, das war keine gute Idee. Hier sind drei Leute. Ich kann hier noch kurz reduziert Abnutzzeit aller Skills oder Nachladegeschwindigkeit. Das ist doch mal geil. Ich bin irgendwie blockiert, Mann! So, ich teleportiere mich jetzt mal weg. Weil ich Heilung brauche. So. Ihr seht, in der Hauptbasis wird man sofort geheilt.
Deshalb ist das Teleportieren gar nicht mal so schlecht. Ich gehe jetzt mal nach links. Wir sind wieder übelst am Verlieren, Mann. Was geht denn ab? Wir müssen den Scharfschützen flankieren. Ist er verloren? Feindliche Besänftigung bei 50%. Gefickt, Alter. Die Heere wurden versetzt. Was ist das denn für ein scheiß Laserdingens, Mann? Der mit seiner scheiß Gun. Ich wollte doch nur einen Helden, der normal schießen kann. So, hier. Blablabla. Feind trifft. Betäubt. Und verlangsamt. Oder eine Spurenwolke, die... Der Flitzsporn auf dem Weg zum Ziel deckt so einen größeren Bereich ab. Ja, ist natürlich nicht übel. Da man ja mit dem Controller nicht so gut zielen kann, ne? So. Wenn ich das übrigens richtig verstanden habe, muss man gucken. Ihr seht da vorne so ein Portal, ne? Unsere NPCs müssen da reinlaufen. Dann zieht das den Gegnern Punkte ab. Genauso umgekehrt. Ist der AFK oder was? So treffe ich den nicht. Wo ist denn der jetzt hin, Mann? Oh, der geht down, der geht down. Wer schießt denn da, Mann? Dieser scheiß Turm da hinten. Das ist ein scheiß Abwehr, fuck. So, weg damit. Gehe ich da hin und baue so einen Scheißturm für uns auf. Na, 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 kann ich bauen oder was? Da wird man direkt wieder belästigt von so einem Penner. Oh Mann, ey. Ich bräuchte mal so einen Heilturm. Oder ich gehe einfach kurz zurück, um zu heilen. Wir sind zurück. So. Und wieder nach vorne. Was steht denn der hier rum, Mann? So, hier geht irgendwas ab. Wir fallen zurück. Opfern Sie Schergen, sonst tötet Minrek uns alle. Der Feind ist nah. Ich baue hier mal ein bisschen Verteidigung. Ey, was ist denn los hier, Mann? Wir müssen uns schützen. Junge! Guckt euch den an, Mann! Steht da einfach rum und macht gar nichts. Geht kacken während dem Spiel oder sowas, Mann. Und dann fragt man sich, wieso man verliert, ne? Mein Gott. Krieg ich so einen Hals, ne? Diese Dreckspenner. Jetzt habe ich kein Geld mehr für diese Türme. Ich geh mal kurz einen dicken Kristall holen. So,
So, damit ich hier wenigstens ein bisschen Defense aufbauen kann. So. Push jetzt einfach hier mal ein bisschen. Oder ich versuche es zumindest. Hey, guck doch das mal an, Mann, wie wenig Damage ich dem mache. Was ist das denn schon wieder? Ich komme nicht mal dazu, hier ein paar Gegner zu killen. Lebensraub ist geil. Nehme ich. Und zwar habe ich jetzt ein Ulti, glaube ich. Nein. Doch. Ein Dreieck. Nein, das war die andere Attacke. Es bedroht uns. Ist egal, Mann. Ich hole mir den jetzt. Hey, ich bin schon wieder fast tot. Okay. Ich werde hier nur gefickt, ne? Die ganze Zeit. Ich baue hier einen Turm auf, da kommt so ein fetter Gumba und haut ihn wieder kaputt. Ja, Niederlage, ne? Diesmal aber nicht wegen mir. Penner. So, scheißegal aber, denn ich habe euch ja gesagt, wir gucken noch kurz, wie man die Helden freischalten kann. Deshalb gehen wir gleich nochmal zurück ins Hauptmenü. Kurz hier noch die Punkte absahnen. Okay, gibt fett Credits, 790 habe ich jetzt. So, dann gucken wir doch mal hier wahrscheinlich. Greifen Sie auf das Befehlsmenü zu, um sich Statistiken anzusehen. Also, wie kann ich den freischalten? Verfügbaren Battleborn zu verwalten oder Ihre Ausrüstung anzupassen. Ah, das geht nach Rang, ne? Ich nehme an, Sie werden hier viel Zeit verbringen. Also habe ich alles ein wenig aufgemotzt. Moment. Das ich finde, es ist schick geworden. Danke, Nova. Gern geschehen, Battleborn. Nein, das sind die Helden, ne? Den habe ich schon, den nicht. Ihr seht unten rechts, Rangfreischaltung, Kommando Rang 22... Oder 50 Gegner töten, also gegnerische Helden. So kann man die freischalten, nicht mit Geld, wie ich gedacht habe zuerst. Aber es gibt ja schon ein paar witzige Helden, habe ich gesehen. Boah. Der sieht da krass aus. Huh. Wäre natürlich nice, aber muss ich wohl noch ein bisschen zocken. Aber ich werde es dann auf dem PC zocken, wenn es dann rauskommt. Die Open Beta am 13. April für PC und Xbox One. PS4 Open Beta ist bereits draußen seit dem 8. April. Und das Spiel kommt am 3. Mai. Ja, ich hoffe, euch hat es gefallen. Zweite Runde, trotzdem verloren. Scheißegal. Jetzt werde ich gleich noch ein Video machen über die Story. Da können wir mal gucken, wie der Story-Modus so aussieht. Und bis dahin, vielen herzlichen Dank. Wieder mal, ne? Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dann.